Ah, hier dürfte jetzt auch noch die Lucy abgehen. Müssen auch noch ein paar Viecher sein. Da sind sie. Nein! Ja, ja, ist ja gut. Ja, wir haben Kackviecher. Sehen. Ihr seht das schon, das ist hier nämlich schon alles. Was? Ach da. Kopfschuss, Baby. Kopfschuss. Sauerstoff. Zwei Kopfschüsse. Ah, das ist schon ein ganz anderer, schon ein ganz anderes Kaliber hier, die T2. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Imperial Galactic Survival in der Alpha 12 Experimental immer noch. Ich hoffe, die Serbe ist nicht draus mittlerweile. Aber das ist so spannend hier, auch immer noch selbe Aufnahmesession, dass ich mir gedacht habe, ich mache mal gleich noch eine Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, freut mich. Ich habe mich entschlossen, ich gehe zum Schiff zurück. Da, Verbände. Verbände! Oh, ich habe ja Verbände, schön. Die Küche, die Plünderung. Erstmal, da sind wir vorhin vorbeigelaufen. Noch mehr Verbände. Ich will nämlich gerne den mittleren Schutzanzug anziehen. Jetzt alles hier, ne? Nur alles schön verwenden hier später. Weil wir den Kern drin haben. Da bin ich nämlich letztes Mal einfach dran vorbeigelaufen. Machen wir über den Glibber weg. Man darf natürlich nicht zu viel Glibber wegmachen. Das ist mir. Das war ein fataler Fehler, wo ich schon mal diese Base angenommen hatte. Ach nee, ich wollte jetzt erstmal zurück. Mensch, ich wollte den Anzug anziehen. Und mehr Schutz haben. Vor allen Dingen auch mehr Strahlenschutz und so, denke ich mal. Oh, sehr schön. Habe ich gar nicht gesehen vor die Boxen hier. Dann können wir auch mal gleich gucken, was wir uns noch so anlegen. Hier geht's nach draußen. Ah, hier sind auch noch. Ah ja, stimmt. Noch ein Anzug. Mittlerer. Magazin, kann man gebrauchen. Munition, kann man immer gebrauchen. Oh, es wäre so geil, ne? Müsste man noch ein Dings finden. Mal auf hier. Wir müssten jetzt noch ein, sag mal schnell, den Everbooster nehmen wir mal raus. Nee, hä? Alter, doch, ist doch richtig so. Fetten Schutzanzug hier rein. Jetzt haben wir noch ein paar, drei Plätze, sieht man gerade ein bisschen schlecht. Wo hab ich denn zeigen? Alter, mein Eva musste ich wieder reinladen, weil das ist ein Eisplanet. Dann machen wir einen Strahlenschutz rein. Also Sauerstoff brauchen wir nicht. Mehrfach Booster. Panzerung 15, Sauerstoff 25, Hitzeschutz 6, Kälteschutz 3, Strahlenschutz 1. Vielleicht noch ein Strahlenschutz hier von dem vielleicht. Aber ist Strahlenschutz 7, ne? Ist besser. Hauen wir den mal noch rein. Hauen wir mal richtig Strahlenschutz drauf. Und dann haben wir ja noch einen Anzug. Genau, den nehmen wir uns mal, na, mal da hinten hin. So, dann müssen wir mal gucken hier. Nur mal die hier. Alles voll hier schon. Ja, wir müssen erstmal gucken, ja, wie wir das machen alles. Oh nee, falsch. Nein. Ganz falsch, so. Ja, natürlich packen wir Essen nicht in eine Kiste. Die ganzen anderen Käse hier. Ja, pack jetzt mal rein hier. So. Essen.
Und jetzt mal das rein. Das. Wollte ihn jetzt noch. Ach ja. Anders mal gucken. Ja, und ich glaube, die brauchen wir eher weniger, ne? Lass uns mal lieber die hier mitnehmen. Hautverbrennung, Erfrierung, Nekrose, Verbände haben wir auch. Essen brauchen wir nicht. Was denn noch? Hautparasit hier. Haben wir noch was gegen Hautparasit? Haben wir als die auch. Dann nehmen wir die. Die sind Hautparasit, Alienparasit, Endoparasit. Wie gut, dass wir da 5 Stück von haben. Aber wir müssen immer noch den Kern finden. Lass mal schnell zurückgehen. So. Gehen wir mal in die andere Richtung. Wir waren zwar noch nicht fertig links, aber. Und bestimmt irgendwie wieder irgendein Scheißviech. Mistviech. Oh nein. Aber ihr seht schon mehr Power jetzt. Da haben wir auf jeden Fall mehr Power jetzt. Der hält mehr aus. Normal wäre ich bestimmt schon tot jetzt. Nee. Da können wir sogar Zierachsruf, lol. Ach naja, gut. Plus 25 Zierachsruf, das ist ja außerhalb. Na komm. Wenn du dich außerhalb den ihrer Territorien bewegst, kriegst du ja plus 25 jedes Mal. Na gut, ihr seht, die Geschwindigkeit auch mit gedrückter Shift-Taste ist mager. Der Nachteil bei mittleren und schweren Anzügen. Geschwindigkeit ist gleich 0, aber Schutz halt. Diesen blöden Alien brauchst du halt den Schutz. Da oben. Oh, daneben. Der war daneben, Feljack. Der kaputte Raum. Alter, da geht's weiter. Noch was. Irgendwo näher, ne? Dann gucken wir, was hier ist. Guten Tag. Der Ken ist aber unten. 100 Pro, dass der Kern unten ist. Der ist mit Sicherheit nicht hier oben irgendwo. Ja, das müssen wir später alles dicht machen, ne? Ja? So. Ups. Ah, jetzt bin ich hier. Ah, jetzt bin ich hier wieder. Okay, näher, alles klar. Alles klar, dann können wir zurückgehen. Kann echt kaum laufen, ne? Und hier ist ja geklärt. Ist auch geklärt. Da war gerade der Lichtschatten, ne? Ich bin erschrocken. So, warte mal. Den Sound ein bisschen leiser, ne? Oder zumindest die Musiklautstärke. Oh. Oh, da kommt mir das nur so vor. Ist zu laut? Ne, ist nicht zu laut, ne? Der war noch rein auch. Hier hat eben irgendwas geschossen, da bin ich, deswegen bin ich auch rausgegangen, weil ich dachte, mein Schiff wird angegriffen. Ein Container. Zwei, drei, vier Container. Ah. Werkzeugturm. Restraum. Pentaxid. Xenoblocker. War nichts von Welt. Ja, Heiltränker. Sehr nice. Erste Hilfe Pack. Bora T2 Laser. Sehr geil. Ein T2!
Oh, Feldjäger T2 gefunden und Pulsgewehr T2. Und jetzt noch eine epische Schrotflinte. Da geht's nach unten. Unten geht die Luzi ab, Sprengladung, 145 Eisenbarren, 56 Kobaltbarren, 102 Kupferbarren, Nachtsichtgerät, Kraftstoffzellen, sehr geil. Heute sind wir voll ausgestattet hier. Geht nichts über eine anstehende Alien-Basis. Eisenbarren, Pistole T2, Schrotflinte, Sturmgewehr, 106 Kupferbarren, 3 Kraftfelder, Magnesiumpulver. Danke. Die milde Spender. Nehmen wir auch mit. Und hier alles leer. So, den haben wir schon. Den war ich also erst dran, ne? Da ist ein Fahrstuhl. Na komm, wir überwachen das lieber mal ein bisschen hier. Jetzt packen wir erstmal wieder Zeug weg. Da ist schon wieder. Keine Ahnung. Ne, ist richtig. Fachbox. Lass kurz abgehen ein bisschen. So, hier passt nichts mehr rein. Wir wollen ja den Platz gut nutzen hier. Hier unten ist auch noch Crepe drin. So. Hat er mich echt noch erwischt, ne? Drückt er mir echt noch einen drauf. Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Mehr oder weniger. Nee, doch nicht. Doch hier. Ich komme ja nicht hier durch jetzt. Nee. Da kommt der nächste. Ja, wir müssen runter. Dahin ist ein Gang irgendwo und hier glaube ich. Der ist zu. Aber hinten, da siehst du, da kommt schon einer. Dahin geht der Gang rein. Hier brauche ich keine Angst haben. Das Problem ist, dass dieser Bunker Plasmawaffen in einem seiner Räume hat. Ich glaube, in dem hinteren Teil, da musst du durchs Gitter, kannst du durch. Hier kann man hochjumpen auf diesen leuchtenden Dingern. Das ist kein Alpha 12 Content, ne, das ist Alpha 11 Content noch. Aber viele kennen diese Base auch noch nicht, also gehe ich mal von aus. Da kommt er da hoch. Ey, hier ging doch irgendwo. Doof, hier ging doch mal irgendwo noch eine 1 ab. Oder war das doch nur das eine? Oder haben sie es weggemacht? Ist auch zu? Hä? Na, okay, egal. Oder war das hier? Nee, ich hab schon Hallos hier. Mein Handy geht die ganze Zeit. Ich hoffe, ihr hört das nicht. So, hier sind diese Räume. Wir gehen jetzt hier rein, weil in dem Raum sind zwar Container, aber da stehen auch Plasmageschütze. Ja, da seht ihr so. Hier ist ein Plasmageschütz, das grüne. Das andere ist da hinten. Da kommen wir jetzt nicht ran. Das heißt, wir müssen jetzt hier rein und den Kern erstmal killen. Da kommst du nicht durch, keine Chance. Puh.
Weiter geht's. 269 Schuss plus 5. Jetzt muss ich überlegen, wo waren das? Hier ist auch irgendwo die Zentrale mit dem Sprit. Hier brauchst du gar nicht anfangen mit irgendwelchen Schnellfeuergewehren. Hier brauchst du eine Schrotflinte anstelle. Oh, wenn ich doch jetzt die geile epische Schrotflinte noch finden würde. Und dann noch einen epischen Anzug, wäre die. Oh, das wäre so Bombe, ne? Lass mal, was ist ein Anschluss Lebensmittel, Giftbiss, Vergiftung, Fiebertag, Organversagen. Das ist alles. Man braucht alles irgendwie, ne? Das Problem. Ach, ich habe doch Heiltränke. Ah. So, wir müssten bald am Kern sein. Ich weiß. Ah, jetzt. Ja, ich weiß, wo der Kern ist. Ich weiß, wo der Kern ist. Und wo gehen wir ran? Es ist nun hier da, wo diese roten Lichter leuchten. Einer ist ein Sauerstoffraum, der andere ist ein Generatorraum. Und da um die Ecke rum, also ungefähr da, ist eine Batterie, ist die, die Batterie sei schon, da ist der Kern versteckt. Da. Und jetzt nicht, oder? Nee, dahinter ist er. Da ist so ein Lichtgitter und dahinter ist er versteckt, hier hinter diesen, nicht hinter dem Rohr, sondern hinter dem Rohr ist nochmal so eine Wand. Kommen gleich, ich weiß, dass die gleich kommen, siehst du? Spawner überall. Wir sind auf der anderen Seite. Besser. Oh. Weg ist er. Gekillt den Kern. Aber nur noch die Viecher rankriegen. Zack. Meine Basis. Ah, die hocken dazwischen hinter Wände. Was haben wir hier? Ein Sturmgewehr. Ich will kein episches Sturmgewehr, ich will eine epische Schrotflinte. Aber immer 30 Goldbarren. Funktioniert die Spawner jetzt immer noch? Ich glaube nicht mehr, oder? So, wir gehen jetzt, wir können eigentlich hingehen. Ah, hier dürfte jetzt auch noch die Lucy abgehen, müssen auch noch ein paar Viecher sein, da sind sie. Nein! LOL! Mega LOL. Ich bin nicht weggekommen, ne? Das ist wie, du bist gestunt in diesem, also diesen Anzug, ne? Das ist so, du bist richtig gestunt in diesem Mistding, ne? Ja, übertreib doch noch. Wieso bin ich jetzt außerhalb der Basis? Wieso bin ich da jetzt wieder zurück? Du verlierst jetzt mittlerweile auch die Sachen aus dem Gürtel, ne? War das nicht so, dass man vorher, wenn man tot war, die Sachen trotzdem im Gürtel noch waren? Das war doch so, oder? Dass man nur den Rucksack verloren hat, aber was im Gürtel war, das war doch... Naja gut, egal. Wie auch immer. Kann man es auch nichts dran ändern. So, vielleicht sind wir da. Das Geile, wir sind natürlich noch im Zerax-Gebiet. Das ist noch geiler. Das ist noch mehr Competition hier für uns. Pass mal auf hier. Da wieder rein. Dann müssen wir unser Stuff jetzt mit der Drohne holen. Ich hoffe, ich finde es jetzt so schnell wieder. Obwohl wir... Na, warte mal. Nee, warte mal. Doch, ich habe eine andere Idee. Ich habe eine andere Idee. Haben wir noch irgendwo eine Waffe? Hier, Multitool.
Hier ist auch noch eine Schrotflinte, aber ja, keine Muni mehr, ne? Dann nehmen wir das noch mit. Haben wir hier was drauf? Ja, ne? Aber kein Magazin. Eine ganz, ganz andere Idee. Warte mal. Hier gehen wir. Wir machen sowieso unsere Base hier. Guten Tag. Naja, 5 Schuss, immerhin. Jetzt und Seite. Guten Tag. Ach, guck mal hier. Schaufel in T2. Besser wie gar nichts. Das sind jetzt 2. Nein. Neodym und Satium. Es gibt auch gar kein Satium mehr, oder? Restum, Zirkosium und kleine Brücken. Komm her, du Mistviech. Oh, da kommt noch einer. Und da ist auch noch einer. Nein! Da ist schon wieder einer. Mal da. Hier waren wir aber nicht, ne? Wir denn? Ah, wo waren das nochmal? Das schöne Stuff hier. Hier waren wir, oder? Nee, falsch. Hier ist die Kryokammer oder wie das Ding heißt. Hier waren wir irgendwo. Oh. Ja, ja, ist ja gut. Ihr blöden Kackviecher. Ich hab's so. Drei Schuss. Hier müsste mein Stuff irgendwo liegen. Ja. Oh, alles eingesackt, noch nicht das, was ich brauche. Die nachladen. So, hier haben wir auch eine schöne Dusche. Können wir gleich unseren Strahlenschutz wegballern und so. So, meine Lieben. Wir sind wieder im Spiel. Diese Dinge habe ich gesucht. Aber die kannst du, das sind auch Krankenstationen, ne? Sind der Typ 4 zu werden. Hauptparasit, Endparasit, Alienparasit. Nee, warte, wo war es jetzt? Nee, da. Typ 3, gebrochenes Bein, geschlossen, Fraktur offene. Wieso gehen das immer so schnell weg? Fraktur-Verstümmelung. Hautparasit, Endparasit, Strahlenvergiftung. Überattacke, Strahlenverbrennung, Strahlenkrankheit. Die kann man aber nicht abbauen, oder? Und wieder für sich benutzen. Das heißt, wenn dann muss ich die hier benutzen, die Krankenstation, ne? Komm, jetzt ein Minigun. Haben wir schon, Lasergewehr. Personenzellen. Noch nicht, nochmal T2, nochmal Salzium, nochmal einen Haltrank.
Wir haben jetzt hier zwei Schrottwände. Naja, aber wir finden ja noch mehr Container. Das und das. Ah ne, warte mal, wir machen erst was anderes hier. Jack ist back. Da ist er noch. Da rein. Nee, ich will das. Zumindest manche Sachen mache ich gleich schon weg. In den Kühlschrank oder so. Brauche ich. Den, nein. Den auch nicht. Hatte ich gar kein Essen mitgenommen? Gar nicht mehr, wo. Ach, Mist. Da müssen wir uns mal neu nehmen hier. Fragbox 1. Ne, hier mein Bohrer. Hier, was hätte ich denn. Wenn er mal als erstes. Ach, die Schraubländer, ne? Warte mal. Schraubländer, wo ist du denn jetzt? Schraubländer. Ne, Bohrer. So, jetzt haben wir's. Entschuldigung. Jetzt Scanner hier hin. Den haben wir auch mit. Obwohl, die machen wir auch nie, ne? Ortfabrik, Erfrennung. Was? Felsig, was redest du hier wieder? Das ist wieder ein Viech. Oh, ich muss mich heilen, ne? Gibt's hier nicht irgendwie eine Haltstation? Warte mal, ich hab doch. Ja. Warte mal hier. Oder nicht. Da. Zack. Da habe ich mich geheilt. So, eh schon unsere Base hier. Wiedersehen. So, ich weiß gar nicht, wer hier am Rumballern ist. Das ist denn hier Typ 1? Magenverstimmung, Lebensmittelvergiftung, Giftbissvergiftung, Fieberattacke, Organversagen, Hautparasit. Die macht Typ 2 offene Wunde, Erfrierung, Hautverbrennung, Nekrose, infizierte Wunde und Blutvergiftung. Das hier wird dann natürlich ganz klar unsere Krankenstation. Das hier kann weg. Das. Auch nicht. Mal Licht können wir hier vertragen, ne? Ja, wir müssen jetzt mal die Generatorenräume frei machen. Oh, die Gänge. Na, wir müssen alles frei machen, ne? Aber wir machen jetzt nach und nach alles. So, Entschuldigung, ich muss einmal kurz Mikro anders stellen. So. Essen. Wir müssen nochmal erstmal wieder an die Frachtboxen. Ach, hier wollte ich was wegpacken, ne? Das kann weg. Das. Den brauchen wir noch. Das. Hier, ja, genau. Die. Magazine. Zack, alles weg. So. Da haben wir. Wir haben noch mehr hier, ne? Hier sollen es in jeden Fall voll 12. Und dann sollen wir auch brauchen das Fleisch. Ja, dann der noch 46. 270, 273. 164. 50. 55. Die vergammeln auch bald die Pilze. Wir müssen unbedingt was herstellen. 50. So, ne, die gehen als erstes weg. So. Wieder voll. Ist leer gemacht? Ja, ne? Gut. Dann lass uns mal weitermachen. Mal clear machen hier alles.
So, wir müssen hier lang, genau. Laufen kann ich gar nicht mehr. Die ganze Zeit Shift und es kommt jetzt voll, als wenn ich gar nicht, mich gar nicht bewege. So, die sind hier drin. Jetzt machen wir erstmal Generatorräume und alles frei. Ganze Spirit. Ja, das ist das Geile. Da brauchen wir nämlich hier nichts mehr machen. Ihr seht das schon. Das ist hier nämlich schon alles. Was? Ach da. Kopfschuss, Baby. Kopfschuss. Jim Jeep. Sind hier festgebackt, ne? Alter, da hat mir echt noch einen gegeben, ne? Ja, es ist heiß hier. Es ist very heiß. Die anderen scheinen drüben zu sein. Haben wir Wasser mit? Ne, leider nicht. Ein Schluck Wasser. Haben wir. Heiltrank. So, die nächsten. Sauerstoff. Zwei Kopfschüsse. Ah, das ist schon ein ganz anderer, schon ein ganz anderes Kaliber hier, die T2. Die epische, die geht richtig ab. Wir haben natürlich noch lange nicht die ganze Basis entdeckt, noch lange nicht. Das Ding ist gigantisch, dieser Bunker, wer ihn nicht kennt. Aber wir haben das clear. Okay, Sauerstoffraum ist auch clear. Ach, mach ich denn hier? Ich kann doch. So meine Basis, lol. So, dann haben wir hier einen Durchgang, seht ihr? So. Falls ich da mal vorbei will oder so. Man weiß ja nicht, ob ich da mal durch will. Eigentlich gehe ich hier nicht so oft rein, ne? Man füllt ja alles eh über die anderen auf. Aber es ist halt alles hier drinne jetzt, ne? Müssen wir auch mal ein bisschen auftanken alles. So. Na, was denn jetzt? Ich stehe hier wie fest, ja. Wegen dem hier, ne? Oh. Okay. Ihr seht da drunter, das ist eine richtige Basis. Ihr könnt hier aber nicht die ganzen Seitenwände und alles abbauen, weil dann fällt der ganze Haufen in sich zusammen. Habe ich schon gehabt. Da müssen wir richtig aufpassen. Ne? Am besten oben, wir nutzen oben die Räume. So, jetzt können wir erstmal hier looten gehen. Hier gibt es einiges zu looten. Wir checken erst nochmal. Irgendwelche blöden Viecher rumhängen. Ne, hier ist nichts, ne? Na gut, dann gehen wir jetzt mal durch. Dann fangen wir mit links an, ne? Da, Kupferbarren, Nachtsichtgerät, Antistrahlung, Eisenbarren, Siliziumbarren. Wenn das keine Goldgrube hier ist, diese Base, dann weiß ich es auch nicht mehr. So, die Kühlkammern, die packen wir dann zum Schluss an. Dann erstmal die Container leer. Pentaxid, Zähneblöcke, Lasergewehr, Werkzeugturm. Was haben wir hier? Erestrum, wieder Pentaxid. Minigun. Machen wir die gelben. Pulsgewehr. T2. Zellen. Noch mehr Zellen. Noch eine Schrotflinte T2. Non-Dex. Okay. Mobilitätsbooster. Und noch ein T2. Und. Ja. Und jetzt die noch. Zack. Die. Zack. Die. Zack. Noch ein Lasergewehr. So. Jetzt fangen wir hier an. Hier ist nix. Und Kit drin. Ja. Chips, sehr gut. Gehen wir nach den hier. Da rein. Noch ein Kit. Noch ein. Oh, hier eine Adrenalinspritze. Jetzt gehen wir hier rüber. Noch eine Adrenalinspritze. Magentablette. So. Noch. Noch eine Tüte Chips, noch ein Kit und zwei Adrenalinspritzen. So, das war's. Das
So, der Raum haben wir den auch leer. Jetzt müssen wir mal langsam mal gucken, wegen bei dem Raum, wo die Geschütze sind. Mensch, wir haben auch schon total Überlänge. Ja, ich würde sagen, gehen wir hier mal zurück. So ein bisschen. Gehen wir hier wieder lang. Dann gehen wir. Mal gucken. Nein. Wo sind wir denn lang gekommen? Hier, ne? Genau. Da durch. Genau, und dahin ist der Raum. Die Geschütze dürften mir jetzt ja nicht mehr auf mich feuern. So. Ich vergesse das immer wieder. So. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und warum da dicke Plasmatürme in diesem Raum stehen, dann schaltet wieder ein. Beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit dem Feljack. Alpha 12 Experimental immer noch. Ich hoffe, die Cell bekommt nicht so schnell, dass wir uns noch ein bisschen was hier aufbauen können. Jetzt kriegt der Feljack richtig Lust, hier zu zocken. Und ja, langsam geht es nämlich aufwärts. Aber richtig gut sogar. Ne? Like und Abo, wenn es gefällt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.